Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Truefarming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch auf der Insel vom Boss, haben hier Kara, die Frau Dijk, Guido und Sven getroffen, die hier zufällig Urlaub machen und sich jetzt mit uns verbündet haben, den Big Boss zu schnappen und auszuliefern. Es kann nur zum Scheitern-Vorteil sein. Lass gern das Däumchen da, meine Lieben. Was für ein Däumchen? Und dann. Alles gut bei dir? Leute, Däumchen da oben. Nach oben. Leute. Seht ihr das? Hello. What stranger doing at Sebastiano House? Was? Was will der von mir? what did you doing at Sebastiano House? Was? Uito, Fermento, Dello, Fibo. Hello, my house. Der spricht Englisch, du Idiot. That's your home here? Yeah, yes. What you doing at my home? You are the fisher from the country here? Yes. Fishing. Sebastiano, fishing. Yeah. Yes, we want to eat a Fischbrötchen. Ja, hast du Fischbrötchen oder Bockwurst? Fisch. Ja. Ja, mach mal einen Hering. Hering. Kommt die aus den asiatischen Gefilden? Stimmt, der macht ein bisschen asiatischen, ne? What's Stranger doing at Sebastiano House? Stranger, my house, leaving. We need fishing semmel. We want to eat a Fischbrötchen or a Tankstellenfasan. Leaving. Ja, aber möchtest du, dass wir gehen? Aber wir sollen, ich glaube, wir sollen gehen. Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Can you waiting here, please? Wer wohnt hier? I had a question to you. Yes. Der kommt tief aus irgendwelchen asiatischen Ländern. Der macht seine. Was hast du denn jetzt? Eine Quest? Nein, ich hab. I have an idea for you. I give you $10,000. Money? Yes, money. $10,000. But yes. you must do a thing for me. Money. Yes. Sebastiano, money. Yeah. Yes. But you must do a thing for me. A thing. Money. Can you do a task for me? Is this the richtig? Ja, ja. Task. Aufgabe. Oh. Yeah. Then you become the money. Money. Mann, der versteht mich nicht. Kann es ihm alles sagen? Ich will dem Geld. $10,000 in your bag. From the hair with the white collar hair und you must do a task for him. He says to you what you do und dann you give $10,000 from the white man. In our speech, he is a task manager. Yes. Sebastiano, money doing task. You must doing what for the money. Sag dir, was er machen soll. Okay, pass auf. When I give you a signal, can you make a leaving now Sebastiano House. Money, give. Okay. Der will die Kohle zuerst. Das wird nichts, ihr Lieben. Wait, der will die Kohle zuerst. I give you a task. You must make a collision in front of the big house. A car collision. With your car. Your car is a collision in the tree. You know what I mean. Or in the falling and the Tanzapfen falling down. In the Mauer. Oh, in the Mauer. So. Ach so, in the Mauer? Yes. In the wall. In the Mauer from the big house. In the wall. Wall? The wall from the welche big house. Welche Wall? Nein, eigentlich von euch. Ich kann Englisch. Bitte? Oh, ja, du kriegst der von mir das Geld. Lass mal Guido machen. Ja, okay. Ja, Guido war auf der Sparschule. Sag dir mal, der soll da oben ins Haus in die Mauer fahren, dafür kriegt aber er Geld. Aber erst, wenn wir Signal geben. Also nicht aber jetzt. Also, wenn wir Signal geben, soll er in die Mauer fahren da oben. Okay. Für 10.000, ja? Ja. Ja, genau. Hallo? Ist das, was ein Auto kostet? Hallo? We have a question for you. Okay. Wow, der Kunde voll gut in mich. You become $10,000 and you drive with your car in the was heißt Mauer auf Englisch? Wall. In the wall von the villa von the white villa. Keine Ahnung, was Villa ist. Haus. Big house. Big house. Drive Auto kaputt. Bumm. $10,000. Du kriegen. In Tasche. In Bag? Cash in Dash. Money. Sebastiano, money doing everything. Okay, perfekt. Super. Den haben wir. Achso. Du den kannst du noch mitnehmen, wenn du willst. Okay, ja, hält mal zu. Wenn Chinesen am Lohn und dann nehmen wir auch nicht schlecht. Okay, nehme ich sicher, wenn you drive Traktor?
driving everything. Can you driving Traktor? Traktor, rum, big Traktor auf the field. On the sea? Ja, Sonnenblume, Sunflower ernten. Sunflower. Yes, fishing. Ja, okay, alles klar, die nehmen wir mit. So. Okay, folgender Plan, hör jetzt zu. Jetzt ist ganz wichtig zu. Sebastiano, you don't listen. Hier. Sisi. Okay, you standing here and then you do nothing. Ja. Okay. Also, auf. Der baut jetzt da vorne einen Unfall. Wir verstecken uns hinterm Haus, wenn der einen Unfall gebaut hat, stürmen wir in das Büro und hoffen, dass der Typ da drin ist. Ah, verstehe, dass die abgelenkt sind, die Wachen vorne abgelenkt. Genau. Scheiße, und dann, Baby, das ist ein guter Plan. Ja, ich was ist, wenn die auf uns schießen? Okay, also. Was? Die sind doch abgelenkt. Och, können wir die an den Hai verfüttern, bitte? Ja, die sind immer so. Schmeiß dich gleich ins Wasser, also, Rosenberg. Die fahren mit, die jetzt halt zu, ich bin abgelenkt. Beschossen. Wir fahren mit beiden Autos da hinten hin, da ist so ein Wald. Da fahren wir rein, wir knacken das Tor. Ist sicher, dass wir mit den Autos hinfahren sollten? Ja, wir lassen die Autos ein bisschen an der Seite stehen. Dann gehen wir da hin und dann baut er den Unfall und gebe ihm das Signal und dann hören wir das. Und dann gehen wir rein. Okay, und dann gehen wir auf und dann tun wir den Typen da belagern. Ja. Dann nehmen wir ihm die ganzen Beweise mit. Ja. Und dann nehmen wir den mit und dann fahren wir Richtung Süden. Da ist ein Boot. Da gehen wir hin. Alles klar, gib dem mal hier 5000 schon mal, dass der das macht. Sebastiano! I give you the money, the 5000. Half of the money. The half the first. Money, and money, the other money you become after that, okay? Money, after money, you have. Yes, here. $5,000 for you. Hat er gerade gesagt. Hey, what do you do? Hey! Oh, ich glaube, der will was anderes. Ich glaube, der ist nicht Chinese, ich glaube, der ist Thailänder. Oh! Ladyboy! Liebe Damen! Aber ja, gut. Kannst du ihm bitte nochmal sagen, was das Signal ist? Can you don't go to the ground when I stand for you? Please? Kannst du ihm sagen, was das Signal ist? Okay, the signal is, I say to you, let's go. Warum let's go? Das hört man doch. Wo ist denn der Hai? Nein, der fährt doch mit uns mit. Okay, you follow us, okay? Sebastiano, Money doing everything. Yes, okay, it's okay, but you follow us now, los, okay? Ich denke, da hat alles verstanden. Ja, ich glaube auch. Sicherheit. Es wird schon nichts schief gehen. Wir werden ja sehen, ob der was die macht Mauer denn er? Kracht. Sebastiano, Guido, follow us. Guido, es wird kriminell, du fährst. Oh. Steig Sebastiano, ein in die Karre und ihr nehmt deine Karre und fahrt sie daher. Drive your car behind the Mercedes. Kara? Ja? Mann, ey, ganz ehrlich. Jeder spricht eine andere Sprache hier auf der Kackinsel. Was ist denn das? Ich scheiße, ja. Wir brauchen einen, wie heißt das nochmal? Weil ich brauche dich als Anwalt. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir das brauchen. Oh. Komm mal mit, Baby. Ich brauche einen, wie nennt sich das nochmal? Ich glaube, ich brauche bald einen Arzt. Nee, wie heißt das nochmal hier? Mein Gott, einen, Therapeuten? Nee. Das Zeugnis, was wenn man tot ist. Testament! Das Zeugnis, wenn man tot ist. Das Zeugnis, wenn man tot ist, ist ein Sterbeurkunde. Ja. Testament, ja! Ich weiß, was du meinst. Guido, warte, bevor es losgeht. Komm, guck mich an, Guido. Ey, da siehst du gar nichts, wenn wir jetzt durchschütteln gleich. Wo ist jetzt der Typ hier? Was ist mir der Name? Wo ist jetzt der Guido? Der soll doch jetzt nicht den Unfall bauen. Der tut's aber! Nee, was echt? Was denn? Nee, der hat er noch nicht gemacht, oder? Das so doof kann man doch gar nicht sein wie der. Das war schon. Okay, lass egal, mal zu dem Tor schlagen. Komm mit, schnell, komm. Wir hat der jetzt wirklich den Unfall schon gebaut? Ich weiß es nicht, los. Nee, bestimmt wo nicht, oder? Wo bist du denn hin? Wo seid ihr denn jetzt? Gott, immer hallo. Geradeaus. Ich bin gegen Auto gelaufen. Ja. Oh, hier sind Moskitos. Runter. Oh, ich hab hier eine Blume. Lara. Psst. Kannst du mal die Klappe jetzt halten? Was willst du denn? Sonst verbuddel ich dich hier höchstpersönlich, bevor wir da reingehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich häng dich gleich mit der Unterhose am Baum auf. Mann. Ey, Sven, bleib doch hier! Was machst du? Der ist Rechtsanwalt. Der kennt sich aus. Und ich hab den schon nicht aus. Okay, komm, wir gehen. Also, kommt mal mit. Ja, du musst gehen. Ja. Ja. Okay. Wir sind hinter dir. Rosenberg, ich halte mich an dein Gürtel fest, damit ich nicht verloren gehe. Hä? Hör mal auf.
Papi, du hast so gepustet. Hier ist ein Vorsicht. Tor. Oh mein Gott, oh, ich hab voll das Tor vor die Fresse gekriegt. Ja, Alter, Bewegungssensor. Sag mal, ihr Depp, ihr seid da willkommen. Du. Ach so. Hä? Ach so. Hä? Was? Jetzt? So, ja, wir sollen mitkommen. Ja, dann ach kommen. So. Ich zieh uns. Radio! Ja. Nein, nein. So. Leise, leise, der, ich glaube, der hat einen Unfall gebaut. Hat er das schon gemacht, sicher? Hey, wartet mal, wartet mal. Oh, den. Kann ich noch vorher auf Klo, bevor wir reingehen? Nein! Guido! Jetzt geht doch jetzt los, verdammt. Geh doch drinne, Guido! Okay. Ja. Kack beim Mafiosi auf die Schüssel. Sven, geh rein! Ach, ja. Wir brauchen Unterstützung hier. Die reden alle Deutsch. Was ist denn da los? Bleib ruhig, Mann. An euch alle höchste Sicherheitsvorkehrungen treffen. Oh. Was ist denn da los? Ja, der ist in die Mauer gekracht, der kleine Chinese. Oh Gott, genau so. Wie Busch hier. Baby, warte. Datus, was ist da vorne am Tor los? Oh, ich bin am Zaun. Eine verdächtige Person. Seid ihr? Eine verdächtige Person ist hier und die hat versucht, das Tor durchzubrechen mit dem Fahrzeug. Ich häng fest. Ich seh nichts mehr. Räumt doch mal das Fahrzeug weg hier. Hey, wer fummeln wir denn da am Po rum? Hört mal auf. Don, kommt nicht drüber. Los. Hier rechts. Einer hat versucht, das Tor durchzubrechen. Ich bin drüben. Los, kommt drüber hier. Ich hab mir die Hose an das Draht aufgerissen. Geh den Betonschuh an und dann versenkt den armen Lümmel. Oh, weißt du? Soll ich selber nachschauen, Gundon? Scheiße. Ey, hier, ja. Hier bin ich. Komm zu mir. Wo ist hier, verdammt? Ja. Oh Mann, ich will da nicht hin. Warum das sieht aber auch aus wie so ein Gartenzwerg. Da ist einer. Hund. Ach du Scheiße. Ich hab ein Leckerli dabei, Beichtern, komm her jetzt. Achtung, Hund hat gebellt. Wo ist der Was Hund? Was ist hier los? Da war eine Katze. Okay, komm, wir müssen in die Haus rein. Leute, alle eure Waffen sichern. Oh. Aber die wollen die Waffen sichern, aber das ist sicher. Ich sagen, die sichern, alles ist gut. Hallo, jetzt halt mal die Fresse, ich muss hier Dings. Mein Gott, das ist hier kein Kindergartenverein, Idioten. Oh. Ist da einer? Ja, der schaut wichtig aus. Egal, ich mach die Tür jetzt auf. Wie, der schaut wichtig aus? Komm rein hier. Scheiße, hier ist der Turm. Psst, leise. Ich kann draußen stehen. Jo. Halt, wo gehst du hin? Na hoch! Na warte. Ich geh wieder auf Kontrollrunde. Mann, ey. Mach die Tür wieder zu, mach die Tür zu. Verstanden. Keep your hands up in the air! In der Stadt ist alles sicher. Oh, Scheiße, keep your hands up in the air! Hey doch! Geh die Fresse hier! Komm her! Hey doch! Wer ist das? Das ist doch bestimmt nur der Koch! Warte! Da! Hey, warte. Hast du ihn, Guido? Halt ihn fest. Wartet. Halte ihn fest. Ich nehme die Brille ab, dann erkennt er uns nicht so gut. So, jetzt. Ja, nimm ihn die Brille ab. Hab ich. Das ist der Koch, Mann. Da. Hör mir genau zu. Meldung. Wer bist du? Draußen ist alles gut. Wer bin ich? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wo ist der Castillo? Wo ist der? Ja, Castillo, der ist nicht hier. Ja, wie, der ist nicht hier? Ja, als ob der sich unser Haus leisten könnte. Ja, wer bist du denn? Ja, das geht dich gar nichts an. Der kann sich so ein Haus nicht leisten. Wieso ich kannst dachte, du dir... der Don? Wieso Was kannst du dir denn so ein Haus leisten? Ist der Castillo nicht der Don? Nein. Bist du der Don? Diese Frage könnte dich das Leben kosten, mein Lieber. Die Frage geht nicht der Schelle, kriegst du ins Kicklein, wenn du mal Nicht hauen, der ist schon alt. Achso. Nicht, dass er einen Hexkraftbau kriegt. Ey, Don! Wo ist denn dein... Runter! Da sind welche! Wo denn? Geh runter, sonst hau ich dich! Damit sie ja schlafen, ich geh gar nicht runter! Achtung, da hinten kommen welche! Wir müssen hoch! Nimm die mit! Komm, Opa! Los! Antonio, hier sind komische Leute in meinem Haus. Ich höre... Lauf! Opa, los! Statusmeldung, Haus, alles gut? Ganz schnell, mein Freund! Sonnensicher? Ich sag dir, ich hab der... Geh da hoch jetzt! Ist oben! Geh da hoch! Ich hab jemanden beim Don abgestellt. Ich sag dir, wie es ist. Sein. Ich mach keinen Spaß! Überhaupt keinen Spaß! Ich bin jetzt hier! Geh da rein! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Wenn du einmal was machst, dann hast du ein Loch in der Brusttasse da. Rosenberg! Ja, was hey, Don, draußen, Ruhe jetzt! Draußen vor dem Fenster sind 1000 Menschen! Psst! Don! Was? Funk deine Leute an und sag, du willst deine Ruhe haben hier oben, du machst ein Nickerchen! Los! Sag, dass das falsche Alarm war!
oder ich trete dir gegen die Knie. Zeig ihm deine Waffe, Beppi. Zeig ihm die weg. Waffe. Zeig ihm die Waffe. Guck, ich hab eine Pistole. Das ist mein Popo, guck nicht mal. An, du. Ich hab eine Pistole. Guck mal. Bitte was? Die eine Pistole. Die ja. Funk. Ja, der Typ. Ich soll dich. Ich knall. Nein. Dann hört es doch jeder. Na gut. Antonio. Alles in Ordnung. Antonio. Don, ich höre. Es scheint alles in Ordnung. Ich wiederhole. Alles in Ordnung. Tag, du machst ein Nickerchen, du willst deine Ruhe haben. Mein falscher Alarm. Frag doch mal, was da am Tor los war. Antonio, ich werde mich für ein Nickerchen zurückziehen. Habt ihr den Mann am Tor abgefangen? Das habe ich verstanden. Ja, den haben wir abgefangen und er ist auch verschwunden. Gut. Dann ist die Lage ja wieder gut. Sag dem, die Lage ist ja wieder beruhigt, die Lage ist wieder gut. Das wäre auffällig. So. Ja, dann sag dir was Unauffälliges. Der weiß schon, was er zu tun hat. Sollen Kartenspiel. Rosenberg, Guido. Ja. Hier ist das Büro. Nehmt alle seine Unterlagen mit, die ihr habt. Alles. Die ganzen Bücher da, die sind wichtig. Der hat nichts Digitales. Bist du mich verarscht? Ich muss euch die ganzen Bücher packen. Sven, pass auf den Don auf. Oh, Scheiße. Ja. Komm her, Opa. Emma, pass auf den Don auf. Mach mal deine Hosentasche auf. Euch ist ja, aus, das ist eure letzte Emma, gib mir mal deine Tasche. Gib mal her. Dir ist bewusst, dass du gleich einen Nerfgang ins Ziel kriegst, oder? Ja, mach mal die Sachen in die Taschen hier. Mach die in die Taschen. Nimm die ganzen Bücher mit. Diese grünen und alle gelben. Taschen kriegen wir nicht mit. Oh, der hat einen Porsche. Alles und auch Geld. Jetzt komm, alles mitnehmen. Können wir den Porsche mitnehmen? Hast du keinen Porsche? Wir brauchen die ganzen, habt ihr alles. Ja, alle Bücher. Guido, hast du die Grundstücksurkunde? Oh, die Grundstücksurkunde, weg da. Warte, dann guck nochmal. Abo. Komm bitte mal hinter in die Ecke hier bei den Garagen. Hier sind Fußabdrücke auf dem Rasen. Hier ist keine. Bin unterwegs. Scheiße, ey. Die schleichen, ey. Da draußen sind ja, so warte, viele wir Leute, wir ey. Wir warten noch kurz. Warte. Siehst du das hier? Die suchen nach einem Rasenlatscher. Oh, ja, guck mal, da hinten am Haus. Sag ja, den, ey, Don, sag den Leuten, die sollen sich von deinem Schlafzimmer fernhalten. Das sind keine Schuhe von unseren was Leuten. Nicht. Das Fall. Was, wie, wenn, was, wenn nicht? Was ist das für eine dumme Aussage? Dann hau ich doch eine. Nee, dann kriegt er eine Kugel. Sag ihm, du kriegst eine Kugel. Dann kriegst du eine Kugel. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Mein Name ist Peppi Pechtel. Du hast dir gerade deinen Vor- und Nachname gesagt. Ist das dein Ernst? Der kennt mich doch. Achso. Leute, ladet alle eure Waffen durch. Oh-oh. Antonio. Oh-oh. Oh-oh. Ja, einmal den Bereich in deinem Haus durchkämmen. Ja, aber irgendwas mit Pistolen stand ja nicht in der Arbeitsbeschreibung, ne? Ruhe jetzt. Antonio, zieh da zum Arsch. Wir sind am Arsch. Oh, nee. Wir haben hier Spuren gefunden, Fußspuren, die super nicht zu uns passen. Oh, ein Klo. Versuch den Garten. Das könnte Dank. Von mir gewesen sein. Ich Dank war vorhin spazieren. Ja, genau. Oh. Hast du dir neue Schuhe gekauft? Ja. Sag mal, ja, du bist hier der Chef, neun. Das geht dir doch gar nichts an. Gut, das ist ein GT3 oder ein GT2? Lass mal gucken. Du kannst heute diese Scheiße in Ruhe lassen, wirklich. Ich hab mir die Hände gewaschen. Hey Don. Ja. Nur eine Frage ganz kurz. Ist das ein GT3 oder ein GT2? Er ist da draußen. Was geht dich kannst das an? Kannst du den Unterschied nicht erkennen? Hast du kein Porsche oder was? Nee. Und bei einem ist der vollgetankt? Don. Der ist leer. Ja, hallo, jetzt Scheiße. Wir haben hier eine andere Mission, verdammte Scheiße. Ja, Mann, so. Ist ja noch Don. Sorry, ich wollte mal eine Runde drehen. Hast du noch andere Informationsquellen über deine Geschäfte außer da drin? Als ob ich dir das sage. Sag jetzt! Alter. Du, hä, ich mach dir ein zweites Loch in die irgendwo hin, ja? Emma, Kara, kitzel den Mann. Geht runter, ihr müsst euch ducken. So lange, bis er redet. Duckt euch. Der an der Garage steht einer. Ja, guckt direkt hier hoch. Kitzelt ihn! Los, kitzeln, bis der redet. Ja. Oh, der stört wie ein Kätzchen, mach weiter! Ja. Mach weiter! Bis er was sagt. Guido, untere Füße, los! Und das ist jetzt nur Kitzel, wir haben auch noch Federn dabei. Aufhören! Genau, wir fesseln dich und federn dich. Ich hab sonst nichts, alles nur Papier. Wissen Sie, also wo... Also alles, was wir hier haben, ist das, was du hast. Verdächtige Fahrzeuge stehen hier. Als ob ich Beweise irgendwo rumliegen lasse. Denkst wo du von ist denn dein Aufenthaltsort? Wo stehen die Fahrzeuge? Die sollen sich von den Autos zurückziehen, sag dich. Das sind die Autos von den Gärtnern. Rechts vom Feld 19. Die Autos von den Gärtnern. Ja, sag, das sind Autos von den Gärtnern. Autos. Vielleicht verstanden, weiter beobachten, bitte. Ich hab ne Idee. Wir nehmen den mit. Und wenn wir unten am Zaun das sind, soll der funken, dass seine Leute... Warte, Baby, wir sagen ihm das nicht. Komm mit. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt. Haben wir alles?
Nee, warte, komm mal mit kurz hier. Komm mal mit, nee, Guido, komm mal hier. Ey, pass mal wieder auf, Sven. Ja, ich müsste auch mal kurz da rein. Pass auf, wenn der... Oh, sag mal, hast du hier geschissen, Guido? Die Fußspuren scheinen Richtung Haus zu führen. Ey, pass auf, wenn wir unten am Zaun sind, sobald wir über den Zaun sind, soll der funken. Notfall, die sollen schnell ins Schlafzimmer kommen, hier sind welche. Und dann rennen die alle ins Haus und wir können uns verpissen. Gute Idee, machen wir so. Geht das? Ja. Okay, ist klar. Junge, ey, Jungs, ich will nicht drängen. Ich müsste noch mal kurz. Haben wir das noch, die Zeit? Ja, oder? Dann aber nicht. Ja, also, gut. Ey, wir also, was jetzt nicht? Ja, okay, dann ich halt an. Hey, sag denen, die vom Fischkutter kacken. Ihr müsst gut. Jetzt da runter. Komm mit. Komm, Opa, mit. Ihr könnt vom Glück reden, wenn ihr meinen Leoparden nicht findet. Du kannst vom Glück reden, wenn du meine Kobra nicht findest. Ich vor den. So. Los, auf geht's. Lass los, Opa. Ich geh vor. Baby, du hast die Knarre, du musst hinter dem laufen. Los dann, Popo, die Treppe runter. Komm, dann hier deine Finger weg, Lümmel. Hier, die Knarre an deinen Rücken, Junge, komm. Also, jetzt von vorne. Spürst du das, ja? Wir haben beide eine Knarre. Das ist wirklich, dass ich sowas noch nie gespürt habe. Oh. Ja, dann, Popo, hier, los, lauf wartet jetzt. Wartet hier. Gucke. Knarre. Was denn? Da ist noch einer draußen, wartet. Was denn? Du hast hübsche Frisur heute. Was sagst du mir jetzt? Oh Gott. Das ist die falsche Situation. Könnt ihr mal die Schnauze halten jetzt? Ja, wir warten auf dich, Mann. Die Luft ist rein. Let's go. Aua, los, Opa. Raus. So, den weißen Mann hinterher. Wenn du ein Mucks machst, bist du tot. Aber mausetot. Jetzt sagen wir dir mehr, mehr als tot. Dann bist du getötet. Wirklich, Opa. Hat schon viele getötet. Komm ja schön durch die Tomaten durch. Ja, die Rentenalter kickt, hä? Der Opa bückt sich nicht. Ja, der... Anna, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, der hat zwei blasse Knie. Ach so. Bibi, pass auf, geh an den Zaun. Wir schmeißen dir den rüber. Hinten raus. Oh, die haben uns erwischt. Alarm, die haben den Don. Die haben den Don. Hinterher. Ihr müsst den Don mit. Schneid ihn nicht ab. Nicht abknallen. Komm, lauf. Lauf. Antonio. Steh bleiben. Schnell. Antonio. Lauf. Ruf das Auto. Ruf das Auto. Jungs, zu den Fahrzeugen. Ich will nichts! Was ist hier? Hier! Bleib hier stehen, sofort! Ich hab dich! Rein ins Auto! Steig dir den schwarzen SUV ein! Los, Leute! Steig ein! Mein Porsche hat, lass ich mir das sagen! Gib Gas! Ich bin drin! Jetzt! Los, rein! Wir fahren ein bisschen Offroad! Scheiße! Oh Gott, die kommen hier! Die Polizisten auch hinterher, sofort! Sie fliehen Richtung Stadt! Wo sind die? Oh Scheiße, was ist hier los? Wo muss ich lang? Warte, erstmal geradeaus bis zur Straße, dann links. Guido! Links! Links! Wo sind die? Hey, wo ist denn Guido? Da! Lass ihn zurück, Mann! Weil du Arsch! Weg abzuschneiden! Die sind da hinter uns, jetzt gib Gas! Lass nur Kara holen! Was? Hier rum, genau. Du Pillemann! Ich wusste, dir kann man nicht vertrauen! Scheiße! Mach langsam, bau keinen Unfall, Alter! Die schießen! Ich kann das! Du musst Schlängellinien fahren! Nicht, dass sie auf die Reifen ballern! Okay. Gehst auf die Reifen und auf den Motor! Oh, lass sie zurück! Der ist eh gleich kaputt! Der ist gepanzert, der Wagen hier! Da steckt in der Palme! Ich weiß nicht, wo Scheiße! Ich schieße! Können wir nochmal zu den Hafen? Ich hab mein Handtuch liegen lassen! Die haben das Fenster zerschossen! Oh, hier auch! Der ist gepanzert, die Fensterscheibe ist kaputt! Scheiße, ist gepanzert, ist doch kaputt! Emma, nimm den Kopf runter! Oh, ja, ich mach das schon! Oh, wir müssen links! Oh Gott! Guido, links, da vorne! Mach langsam, die Zentimeter, wir verlieren die sonst! Mach langsam! Nein, Guido, du hast das noch nicht vergessen! Ein Teil sperrt die Straße zur Stadt ab! Sofort! Straßensperren nach rechts! Scheiße! Verstanden! Oh! Ah! Kannst du mal oh, Guido hat Unfall gemacht! Bleib stehen! Oh Gott! Warte, ich bedroh den! Schieß zurück! Wir sind direkt vor uns und fahren Richtung Straße. Oh Gott, ihr müsst links! Gib mir die Knarre her! Ja, hier nehmen Sie haben den Don! Seid vorsichtig! Und scheiße, Rosenberg schießt da vorne und zieht die Köpfe ein! Ich schieße jetzt! Hat einer von euch auch eine Knarre? Einika, ruhig, ich kann nicht zielen! Ich krieg keine Knarre ins Visier! Oh Gott! Oh, du hast uns den Platten geschossen! Oh ja!
Ja, na gut. Gibt's doch gar nicht. Nochmal! Übers Feld! Regelt sofort die Stadt ab! Nochmal! Oh, die regelt die Stadt ab! Los! Junge, scharfschützenmäßig bin ich unterwegs! Ja! Das eine Polizeiauto hat einen platten Reifen! Ich hab das eine Polizeiauto. Ah, rechts übers Feld hier, rechts übers Feld. Oh, Leute! Wir haben Guido schon wieder verloren. Nein, nein, alles gut, schieß, alles gut. Schieße! Ja, du musst schießen! Ja, du musst oh mein schießen. Gott! Guido, Manöver einleiten! Ja, haben die ja, weg, die Bullen! Boah, das darf doch wohl nicht wahr sein! Sau, der eine hat einen Blattfuß. Guido, komm! Ich hab einen der Blattfuß, ich komm. Der ist gegen Baum gefahren! Guido, mach Guido! Ja. Guido ist umzingelt! Nein, alles nee. Gut, der ist umzingelt, wir retten ihn! Der ist umzingelt! Ich schieße, warte, ich hab mal, ich hab mal! Ich bin weg! Ja! Ah! Ah! Oh, oh, los, los! Der raus, der raus! Weiter geht's, weiter geht's! Oh, der Wagen! Leute! Der Wagen ist nur gemietet! Alle zu Fuß hinterher, ich will alle zu Fuß hinterher! Da ist das Boot! Drauf das Blut mit dem Don mit! Alter, ich brauche ein Boot! Los, los! Komm rein hier! Okay, jetzt mach hinter! Fahr! Leg einen Hebel auf den Tisch, fahr los! Ey, der Don ist noch da drin, die Idiot! Der Don! Ey, hat der Don! Komm mit! Bleib stehen! Komm mit, Leute! Bleib stehen! Ich kann nicht schwimmen! Rosenberg, der Don fährt zurück! Ich kann nicht schwimmen! Don, komm! Bewege dich! Geh weg, du musst zurückfahren, Rutsch! Geh weg! Ich kann Kung Fu! Rückwärts! Komm mit, Don! Geh zu aufs Boot, los! Geh aufs Boot! Meine Finger weg! Ihr müsst doch mal zurückballern, meine Fresse, ey! Das darf doch nicht wahr sein! Oh, jeez! Ja, aber ja, das ist ja auch nicht so. Ey, weg du mit dir! Zurück, weg da! Komm zurück! Weg da. Schmeiß dir den Fischernetz! Das ist ja wie bei mir! Das ist der Ziel hier! Los, okay, wir hauen ab, let's go! Wartet auf mich! Wartet auf mich! Wartet! Sehr gut! Nein! Ich bin im Netz! Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da oben, die Flucht ist ein. Don, wir holen dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Oh mein Gott. Kara, willst du mich heiraten? Tschüss. Auf den Motor.